Montag diese Woche. Die Virgin-Maschinen aus ganz Europa treffen ein. 12 Uhr. Aus der Rom-Maschine steigt Giorgio Napolitano, italienischer Abgeordneter der Sozialisten. Napolitano ist Vorsitzender des Verfassungsausschusses, eines der wichtigsten Ausschüsse im Europaparlament. Für den One-Way-Flug von Rom nach Brüssel bekommt er vom Europäischen Parlament rund 800 Euro erstattet. Einen Abend zuvor haben wir im Internet nachgeschaut, wie viel dieser Flug kostet. Der Preis inklusive Steuer weniger als 90 Euro. Unterm Strich hat der Abgeordnete mit nur einem einzigen Hinflug einen Gewinn von über 700 Euro gemacht. Geld, das netto in seine Tasche fließt. Wie viel Geld haben Sie bekommen? Ich sage nichts dazu, auch wenn Sie so unhöflich nachhaken. Ich sage nichts. Aber es sind doch Steuergelder. Ich rufe die Polizei, wenn Sie nicht aufhören. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich frage nur anstelle der Bürger. Es ist ja Steuergeld. Sie haben für den Flug sehr wenig gezahlt und sehr viel bekommen. Ich spreche nur mit den italienischen Steuerzahlern. Aber die Deutschen zahlen doch eine ganze Menge für die Europäische Union. Eigentlich hätte er gar nichts zu verbergen, denn nach den Regeln, die sich die Parlamentarier selbst gegeben haben, ist die Billigfliegerabzocke vollkommen legal.